Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einem kurzen Video in Raft. Es gibt News! Das Spiel selbst hat sich natürlich jetzt nicht verändert, es ist kein Patch kommen. Leider, wobei ich auch schon wirklich warte darauf, dass da noch ein paar Änderungen kommt. Aber es gibt einen Dev-Blog, den werden wir sich kurz anschauen. Und in dem heißt Chapter 3 confirmed. Ich meine, wir wussten, dass es kommt, oder wir haben es mit 99%iger Wahrscheinlichkeit vermutet, weil ja das Ganze mit dem Büchlein hier endet irgendwie in the third capture. Aber es gibt erste Infos dazu. Und das schauen wir sich jetzt an. So, schwuppdiwupp. Hier sind wir. In Steam beim DevBlog 41. Viel ist noch nicht bekannt, aber auch die Kleinigkeiten wollte ich euch nicht vorenthalten. Somit gehen wir das kurz durch. Also, das zweite Chapter ist seit mehr als 3 Wochen draußen, steht hier, und sie haben einen Great Response gekriegt. Und ist jetzt 3 Wochen her, sie haben sich total gefreut darüber, und dass so viel gespielt wird und etc. Sie haben Bugfixes gemacht, Hotfix 12.1.01 ist draußen, das wissen wir ja schon. Und sie haben angefangen zu arbeiten am nächsten Chapter. Mit 9 Destinations, und da gibt es einen kleinen Sneak Peek, nämlich hier dieses Bild. Ja, wir können das mal kurz analysieren, was sagt uns das, ja? Wie wir sehen, das schreiben sie auch darüber, wie alle wahrscheinlich mitbekommen haben, gibt es in diesem Bild Quallen. Und da die Quallen, das steht jetzt nicht, aber das vermute ich, da die Quallen rund um das Haus schwimmen, denke ich mal an eine versunkene Stadt. Das wäre mal was Neues und so cool. Da kann man urviel machen, muss man wieder mit Luftmanagement. Der Hai würde wahrscheinlich die ganze Zeit als durchgehende Bedrohung da sein. Also das kann schon was werden, kann doch lustig werden. Und darunter haben sie auch schon ein 3D-Modell von einem Jellyfish. Unsere Qualle. Die ist sicher auch cool. Stromschlägen und so, wie sie manche spielen ist, wäre schon geil. Aber das schaut schon recht cool aus und farbändern tut sie so auch, sehe ich gerade. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Es ist leider schon der Schluss wieder von dem Video. Ich würde euch gerne mehr berichten, aber ich kann euch nicht mehr berichten, da es nicht mehr zu berichten gibt. Das Wichtigste, was jeden interessieren wird wahrscheinlich, der Release. Tja, der steht leider noch in den Sternchen. Das haben sie auch hier irgendwo geschrieben. Moment. Da, we can't give an estimated release date. As of right now, as we are in the early development stage, also sind noch im frühen Development, es wird also noch eine Weile dauern. Man braucht jetzt nicht glauben, dass diese Woche, nächstes Monat oder so erscheint, also 2020 im Jahr wird das nichts mehr, wenn man mich fragt. Das wäre auch ein bisschen gar schnell. Aber vielleicht am Anfang des Jahres schon Freude mit Raft in Chapter 3. So, gehen wir zurück. So, da sind wir wieder. Also, wenn das Ganze funktioniert mit einer versunkenen Stadt, wäre das natürlich absolut cool. Das hat man noch nicht. Ein paar Unterwasserdinger gab es ja schon. Man gibt es im Spiel ja allgemein, dass man unter Wasser, ja, man taucht ja gern und viel. Aber so eine richtige fette Unterwasserstadt, das wäre ja mal wirklich. Wieso ist das eigentlich immer so deppert an einer Ecke? Das wäre ja mal wirklich absolut geil. Wie gesagt, hatten wir noch nicht. Wäre cool zu haben. Oh Mensch, muss ich jetzt da ganz rauf? Anscheinend. Ja, irgendwo muss ich da rauf kommen. Und ich werde halt noch, ich weiß nicht, ob es noch viel Raft-Videos jetzt geben wird, da ich ja mit dem Content durch bin. Aber natürlich ist das Spiel ja geil, aber ich, das ist jetzt eins der Probleme, was Raft hat. Wenn man mit dem Content so durch ist, was macht man dann? Ich meine, ich kann jetzt nur rumfahren, mein Floß umbauen, so oft wie es mich freut oder ich kann. Und dann im Endeffekt ist das erledigt. Ein bisschen kreativ sein, vielleicht werde ich noch ein bisschen kreativ. Oh, ein Safe, der ist cool. Habe ich genug Platz? Ja. Jawohl, 3 Titan, EDM-Kassette, jawohl, jetzt gibt es ein bisschen andere Musik mal. Ja, wie gesagt, das ist das große Problem an dem Spiel. Es ist so wirklich ja gut und alles, aber man kann halt einfach, irgendwann ist man dann einfach am Ende und dann steht man da und denkt so, ja, was mache ich jetzt? Und dann kann man halt wirklich nur mehr, ja, wie gesagt, macht ja eh auch Spaß, das ist ja keine Frage, aber
wirklich viel machen kann man jetzt halt nicht mehr dann, wenn man mal alles soweit hat. Zumindest wenn man soweit mal ist wie ich, dass man eigentlich das meiste so ziemlich erledigt hat. Ist halt schade. Wir haben wieder keinen Platz für irgendwas. Meine Güte. Naja, lassen wir uns überraschen. Ich hoffe trotzdem, es kommt noch mehr. Noch schneller mehr, noch ein bisschen Kleinigkeiten zwischen, irgendwie so kleine Encounter oder so Inseln, so Render, also so à la Nomen Sky, so zufallsgenerierte Inseln wären halt cool, die halt noch irgendwie ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und gut, weil es gerade so schön ist mit dem Sonnenuntergang, sage ich es wie es ist. Mit dem Sonnenuntergang verabschiede ich mich wieder von Raft. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe bald mit ein paar neuen Sachen zu machen. Vielleicht upgrade ich mein Floß. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr gern so Infovideos habt, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich mehr davon. Auch zu anderen Spielen, wenn es so News gibt, dann spart man sich's Lesen. Wird darauf hingewiesen. Freue mich auch immer, wenn andere YouTuber sowas machen. Schreibt es rein, wenn es euch gefallen hat. Schreibt es auch drunter, was ihr euch wünschen würdet fürs nächste Chapter. Der hat mich interessieren, aber ich finde die Unterwasserstadt schon absolut cool. Ansonsten, habt einen schönen Tag. Macht es gut. Vergesst nicht den Abo-Button, den Like-Button. Wir sehen uns wieder, wenn ich jetzt nicht gerade verdurste. Erledigt. Passt. Dann sehen wir uns beim nächsten Part. Schaut euch die anderen Videos an. Es kommt bald wieder No Man's Sky was dazu, wenn da der Content-Update da ist. Scrap-Mechanic schleift gerade irgendwie. Da ist nicht viel. Und ansonsten einfach Abo, Glocke. Dann verpasst nichts. Bis dann und ciao.